Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sims 4 Hausbau-Video. Heute zeige ich euch ein Haus, das die meisten von euch schon seit längerer Zeit kennen. Das ist das Haus von Schneewittchen, also das Haus, in dem wir die zweite Generation unserer 100 Baby Challenge im Moment spielen. Und es hat Ewigkeiten gedauert, dieses Haus zu bauen. Also nicht nur dieses Haus im Spezifischen, was ihr jetzt seht, sondern generell ein Haus für die Baby Challenge. Ich glaube, das ist vielleicht möglicherweise Versuch 27 oder so. Also ich habe richtig viel probiert und es war so frustrierend. Ich bin ins Spiel reingegangen und so, ja, ich baue ein Haus für die 100 Baby Challenge. Und 3 Stunden später hatte ich nichts, was mir gefallen hat. Und ja, nein, das war keine gute Zeit. Ich finde es einfach schwierig, diese Häuser zu bauen, denn normalerweise, wenn ich Häuser baue, sind es ja Häuser, in denen ich selbst gar nicht so viel spiele. Also ist es zwar schon wichtig, dass ihr in den Häusern gut spielen könnt, aber es ist jetzt nicht irgendwie wichtig für mich, dass man da zum Beispiel gut in Let's Play drin machen kann oder jetzt auch gerade bei der Baby Challenge da logistisch zu überlegen, wo müssen die Sims wann zu welcher Zeit am schnellsten hinkommen und so. Und das war schwierig. Dann bin ich gar nicht so ein Experte, was Fachwerk angeht. Das ist für mich immer noch so ein bisschen abenteuerlich, wenn ich damit baue. Und es sollte ja gleichzeitig auch moderne Elemente haben. Und dann sollte es keine riesige Villa sein, weil wir wollen es ja auch bezahlen können. Aber dann brauchten wir viel Platz und irgendwie, oh mein Gott. Es war nicht ganz einfach, aber ich habe es am Ende geschafft. Und was mir ganz gut geholfen hat dabei, war auch etwa um die Zeit, als ich immer versucht habe, das hier zu bauen, hat Sissika auch ein Fachwerk Familienhaus auf ihrem Kanal als Hausbauvideo gezeigt. Ich verlinke euch das mal in der Infobox, wenn es euch interessiert. Und das hat mir so ein bisschen mehr eine Idee gegeben, wie kann man den Fachwerkstil mit einem moderneren Stil vereinbaren, dass es natürlich aussieht und nicht so, dass man denkt, so, das passt hier gerade gar nicht. Und das haben wir hier gemacht. Die Grundform vom Haus ist eigentlich recht kompliziert, auch wenn es jetzt hier nicht so aussieht, als ob sie das wäre, aber so, wenn man sich den Grundriss anguckt, ist es doch ein ziemlich verschachteltes Haus, ein ziemlich verschachtelter Grund, Raumplan auch. Aber das war ganz gut so für die Bedürfnisse sozusagen, die wir mit der 100 Baby Challenge dann hatten, denn unser letztes 100 Baby Challenge Haus, also ich meine jetzt nicht das Haus von Phoebe im Moment hier in Windenburg, sondern das modernere Haus in Newcrest, das wir hatten, das war halt ein bisschen einfacher, weil alles auf einer Ebene war. Das war ja ein Bungalow, wir hatten keine zweite Etage, alles im Erdgeschoss, yay. Und hier in Windenburg haben wir jetzt hier in der Altstadt kein Grundstück, was groß genug war, um das so zu machen. Und es passte halt auch eigentlich so gar nicht zu dem Fachwerkhausstil, dass man ein riesengroßes Haus baut, was aber kein zweites Stockwerk hat. Und ja, also hatten wir dann hier so, ja, zweites Stockwerk machen wir. Aber damit kamen dann auch einige Schwierigkeiten, denn ich wollte erstens, dass das Zimmer von den Kleinkindern auf dem unteren Stockwerk ist, weil die ja teilweise, wenn ihre Motorikfähigkeiten noch nicht so hoch sind, noch keine Treppen laufen können. Und es sonst nervig ist, wenn die Sims die irgendwo hintragen und dann kommen sie nicht mehr zurück und so und der ganze Kram. Ich wollte, dass das Zimmer von Schneewittchen auf der gleichen Ebene ist wie das von den Kleinkindern und am besten auch direkt daneben, damit Schneewittchen, wenn die Kleinkinder nachts irgendein Problem haben, schnell dahin kommt. Genau das gleiche mit den Babys. Und sie brauchten natürlich dann auch ein Badezimmer im Erdgeschoss. Ich fand auch besser, Schneewittchen Schlafzimmer im Erdgeschoss zu haben, einfach, dass wenn sie Herrenbesuch hat, die nicht erst durchs ganze Haus laufen müssen. Und ich hatte auch die Idee, dass, das haben wir hier auch gemacht, der Bereich mit dem Fernseher, durch was abgesichert ist, was abschließbar ist, damit wenn wir Leute einladen zu uns, die nicht ständig nur vom Fernseher oder vom Computer sitzen, wie das im anderen Haus war, sondern die sich dann auch tatsächlich mit uns unterhalten. Und das ist also dann oben. Und ja, es war so ein bisschen schwierig. Und dann hatte ich auch so Gedanken, weil ich hatte erst ein Haus, da war die Küche nicht neben der Haustür, sondern sozusagen am anderen Ende vom Grundstück, da wo jetzt das Kleinkinderschlafzimmer ist. Und das hatte mir zwar auch ganz gut gefallen, aber dachte ich so, boah, das ist mega unpraktisch, weil dann sind die Sims morgens spät dran und wollen vor der Schule noch schnell was essen und dann haben die viel mehr Weg, den die durch das Haus zurücklegen müssen. Und das ist irgendwie blöd und ja, es war ein ganzes Ding, bis wir mal hier waren. Aber dafür bin ich jetzt mit dem Haus sehr zufrieden
Und ich glaube, es ist auch von den paar Fachwerkhäusern, die ich jetzt hier schon gebaut habe auf dem Kanal, eins meiner besten oder das Beste, was ich bis jetzt gemacht habe. Also, das ist alles ganz gut und wir spielen ja jetzt auch schon so ein bisschen da drin. Also, ein Kind haben wir ja schon bekommen, das zweite ist unterwegs. Und auch so vom Gameplay her bis jetzt bin ich echt ganz angetan damit, wie es funktioniert. Wir müssen mal schauen, wie es wird, wenn es mehr Kinder dann hier beherbergt. Und ja, und genug Badezimmer wollte ich auch haben. Das war auch so ein Ding. Und Schneewittchen brauchte eine Computerecke, wo auch der Computer so stand, dass nicht unsere Sims, die wir einladen, die ganze Zeit nur am Computer sitzen. Und ja, es war ein bisschen kompliziert, aber irgendwann kommen wir an. Und ich glaube, die Form ist jetzt soweit auch fertig, wie sie später wird. Wir gestalten es jetzt mit dem Fachwerk. Ich habe das so ein bisschen gemischt von wirklich Steinwand und ich wollte erst auch das Fachwerk nehmen, was einen weißen Hintergrund hat und dann die schwarzen Balken. Aber ich finde, diese Gestaltung von Fachwerk lässt sich schwieriger mit modernem Stil vereinbaren. Fragt mich nicht warum, aber ich finde irgendwie so optisch ist das schwieriger. Da hatte ich auch recht viel mit rumprobiert. Ich wusste auch teilweise nicht, dass der modernere Teil, wie modern soll der sein? Soll der wirklich so, wie wir das jetzt hier haben, bodentiefe Glasfenster, die hochmodern sind und zwischendrin hatte ich andere Fenster von an die Arbeit, wo dann noch so schmiedeeiserne Details dran waren und dann dachte ich so, oh, dann könnte man das vielleicht in einem Grün verwenden, dann ist es ein bisschen besonderer und da sah es immer mehr aus wie ein Haus, was für Phoebe richtig wäre, aber nicht für Schneewittchen und es war eine wilde Fahrt. Und hier sind wir jetzt in der Küche direkt neben der Haustür. Ich mag es auch ganz gerne, wie die Küche da in dieser kleinen Nische drin sitzt. Das war nämlich auch so ein Ding. Fachwerkhäuser haben ja häufig keinen Raumplan, der so offen ist wie jetzt moderne Häuser. Also, dass man wirklich im Prinzip einen Raum hat und da ist alles drin. So von Wohnzimmer, Esszimmer, Küche und so weiter. Aber gleichzeitig ist das fürs Gameplay natürlich einfacher, wenn alles offen ist, weil die Sims schneller drankommen und man auch weniger Platz durch Wände blockiert. Und jetzt haben wir hier so einen Kompromiss gefunden. Und hier der Teil, wo jetzt der Esstisch drin steht, nehme ich an, wäre auch ein Anbau, der etwas moderner wäre. Wir haben die Lichterketten über den Esstisch gespannt. Teilweise seht ihr hier noch Wände, die ziemlich leer sind. Die gestalten wir dann im Let's Play. Die sind in den Screenshots auch schon drin. Oder teilweise kommen halt auch über das Let's Play noch Sachen dazu, die jetzt noch nicht da sind. Also noch mehr Fotos, die wir machen mit Freunden von unseren Kindern und so, die dann da an die Wand kommen sollen, wo halt die Wand jetzt noch ein bisschen leer ist. Und ich mag auch hier die Küche, dass man im Prinzip beim Kochen so aus dem Fenster rausschauen kann und schauen kann, wie so in Windenburg überall rumläuft. Das fand ich ganz schön. Wobei wir das Regal ein bisschen verschieben mussten im Gameplay, weil erst die Sims nicht anders an den Herd rankamen. Aber inzwischen läuft es gut. Und ja, das ist das. Und wir haben diesmal auch Kleinkind-Hochstühle hier. Ich glaube, wir haben bis jetzt die ganze Baby-Challenge ohne diese Hochstühle gebaut. Und ich dachte auch immer, die wären ein bisschen unpraktisch, weil in dem Gameplay, was ich bis jetzt auch hatte mit diesen Stühlen, fand ich es immer total nervig, dass irgendwelche Sims die Kinder in den Hochstuhl setzen und die Kinder nicht mehr rauskommen. Da dachte ich mir so, nee, darauf habe ich keinen Bock. Aber seit wir Apartment Nummer 4 spielen, wo er jetzt auch gestern die zweite Staffel angefangen hat, wo kein Kleinkind mehr dabei war, aber in der ganzen ersten Staffel war ein Kleinkind dabei. Und da hatten wir einen Hochstuhl und dann ist mir aufgefallen, das ist ganz praktisch, wenn man kein Essen vorgekocht hat, dass das Kleinkind jetzt essen kann, dann kann man in dem Hochstuhl dem Kind auch einfach irgendwas anderes geben. Jetzt irgendwie Erbsen, glaube ich, und Sandwiches und ja. Und da kommen die Hochstühle. Und ich habe ganz viele der Tapeten, oder es sind eigentlich keine Tapeten, es sind eigentlich eher verputzte Wände, würde ich sagen, aus Dschungelabenteuer genommen. Die liebe ich total, die verwende ich auch gerne und ich finde, die passen auch gut zu dem Fachwerk, weil der Hintergrund vom Fachwerk zwischen den Balken auch eine ähnliche Textur hat und dann passt das ganz gut zusammen, finde ich. Und ich mag an dieser Küche total den runden Spiegel über dem Waschbecken, den wir jetzt hier sehen. Frag mich nicht warum, aber das ist irgendwie ein Detail, was mich mega freut in der Küche. Und ja. Das finde ich ist eine sehr heimelige, kuschelige Küche, die mir gut gefällt. Ich weiß nicht, wie lange wir die Barstühle da behalten. Ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass die Sims dann nicht zusammen an dem Tisch sitzen und essen, wenn die da sind. Mal schauen, wie lange wir die behalten. Vielleicht behalten wir die auch länger oder ob ich irgendwann sage, es geht mir zu sehr auf die Nerven und dann ändern wir es wieder. Und genau, jetzt haben wir hier den Flur. Wir haben einmal die Treppe nach oben zu den Schlafzimmern von den Kindern, den Teenagern.
Schneewittchens Büro, mehr Badezimmern und halt auch so diesen Fernsehbereich, den wir da haben. Und wir haben eine Treppe nach unten. Wir haben nämlich ein kleines Fotostudio bei uns. Und wir haben eine kleine Mini-Gruft mit einem Sarg drin. Denn unser jetziges Kleinkind Bella ist ja wahrscheinlich auch ein Vampir. Haha, da freue ich mich auch drauf, das dann zu sehen. Und ja, hier haben wir direkt das erste Badezimmer, wenn man reinkommt. Wir haben wahrscheinlich, ich glaube, wir haben 1, 2, 3, 4, wir haben 5 Badezimmer insgesamt. Das ist wahrscheinlich mehr, als wir brauchen. Aber besser zu viel als zu wenig. Und wir hatten den Platz und es hat sich ganz gut eingefügt dabei. Und ja, und ich habe die Badezimmer auch alle etwas anders gestaltet, wo ich stolz auf mich bin. Das mache ich in letzter Zeit viel mehr, weil vorher waren alle Badezimmer, vor allem in einem Haus, waren sehr gleich. Und inzwischen bin ich ein bisschen mehr, dass ich da mehr mache und ja, hier dann auch. Und ich mag auch gerade das Wohnzimmer sehr, weil im Moment spielen wir die Baby Challenge im Winter. Ihr seht auch in den Screenshots, die Screenshots von außen vom Haus sind im Herbst. Das sind die Screenshots, die ich gemacht habe, als ich die Thumbnails für die Baby Challenge gestaltet habe. Da seht ihr auch das Haus im Hintergrund. Das war im Herbst. Aber die Screenshots von innen sind alle im Winter und ihr könnt auch nicht rausgucken durch die Scheiben, weil alles so vereist ist, weil gerade Schneesturm draußen ist. Und hier über den Kamin hängen wir am Ende Bilder, die Phoebe gemalt hat, was mich total gefreut hat. Und auch in Schneewittchens Arbeitszimmer sind später Bilder, die Phoebe gemalt hat, was ich echt ganz cool finde, dass wir was von Phoebe mitgenommen haben. Hier haben wir jetzt das Kleinkindzimmer. In dem letzten Baby-Challenge-Haus hatten wir ja das Kinderzimmer. Und das Zimmer für die kleinen Kinder, das war ein Zimmer. Und jetzt hatten wir hier aber unten nicht genug Platz, um das Kleinkindzimmer und das Kinderzimmer zu haben. Und wie gesagt, ich wollte das Kleinkindzimmer im Erdgeschoss haben. Deshalb haben die Kinder ein eigenes Zimmer diesmal. Wir haben 3 Kleinkindbetten statt 2, was wir wahrscheinlich nicht brauchen werden. Aber ich hoffe, dass wir vielleicht irgendwann auch mal Drillinge bekommen in der Baby Challenge. Das wäre ganz cool. Da müssen wir mal schauen. Und es sind ein paar Spielsachen hier, wobei so furchtbar riesig ist das Zimmer auch nicht, wenn Kle 3 Kleinkinder hier wohnen sollen. Deshalb ist das Puppenhaus im Wohnzimmer. Finde ich auch ganz schön, wenn die Kleinkinder nicht auf ein Zimmer beschränkt sind, sondern sich so ein bisschen mehr im Haus ausbreiten. Genau, und statt diesen Stoffhund haben wir am Ende Milford, unseren Teddy, der uns schon seit Staffel 1, wollte ich sagen, das meinte ich nicht, Generation 1 begleitet durch unser Let's Play, gegen den gerade unser Sim Lala immer große Abneigung gehegt hat und wer noch Momo, die ihn regelmäßig dann gehauen hat, aber dieser Teddy gehört einfach bei uns mit dazu. Und ja, ich finde das Zimmer ganz süß, mir gefällt das auch, wir haben ja diese fast schon kirchenartigen Fenster rechts. Das finde ich macht das Ganze auch ein bisschen interessanter, weil das den Stil so ein bisschen mehr aufbricht. Und hier ist das Kleinkind-Badezimmer. Es ist natürlich auch für alle anderen Sims zugänglich, aber da sind halt gerade so Sachen wie das Töpfchen, eine Badewanne und so drin, weil die Sims ja eben die kleinen Kinder nur in der Badewanne gebadet werden können und nicht in der Dusche. Und ja, das ist dann hier. Und dann haben wir hier im Erdgeschoss eigentlich nur noch Schneewittchens Zimmer. Das kommt jetzt hier. Und auch da war ich so ein bisschen hin und her gerissen, wie ich das gestalten soll, weil bis jetzt ist Schneewittchen halt so immer bei Phoebe mit dabei gewesen. Deswegen war der Stil, in dem die Räume, in denen Schneewittchen gewohnt hat, gestaltet waren, natürlich auch Phoebes Stil. Und dann habe ich wirklich so nachgedacht, wie wäre das bei Schneewittchen? Phoebe hatte ja lange Zeit immer so ein ganz modernes Bett in Newcrest und dann später dieses Bett, was man eigentlich erst mit der Malerkarriere bekommt. Und dann habe ich mich hier für dieses rustikale, aber nicht zu altmodische Bett aus dem Basisspiel entschieden. Und ich habe das Gefühl, so dieses reiche Rot, also im Sinne von sehr sattes Rot, das fand ich passte mega gut zu ihr. Und dann auch mit der blauen Wand hat mir das sehr gut gefallen. Und ich habe generell das Gefühl, so Phoebe hatte mehr so sommerliche, frühlingshafte Farben, also wirklich so strahlendes Hellblau, Grün, Gelb. Und ich habe das Gefühl, Schneewittchen hat eher wirklich so satte, reiche Farben, auch ein bisschen dunklere, schwerere Farben, die zu ihr passen. Also wirklich Rot, Dunkelblau, Lila. Das sind so ihre Farben. Und als ich das letzte Mal ein Fachwerkhaus gebaut habe, ich glaube, das war Phoebes Haus.
Da hat auch einer von euch mir geschrieben, dass ihr in einem Fachwerkhaus wohnt, was super cool ist. Und ihr habt mir erzählt, dass das ganz häufig so ist, dass in jedem Raum ein anderer Holzfußboden ist. Dass das halt so mal hier so ein Fußboden ist und da mal so ein Fußboden ist und dass teilweise der Boden auch so ein bisschen halt dann alt ist und rauer ist und so. Und dass häufig auch Wohnbereiche im ersten Stock sind, statt im Erdgeschoss, weil halt die Wärme nach oben steigt und es da dann wärmer ist. Und ich habe es versucht, hier so ein bisschen mit reinzunehmen. Wir haben auch verschiedene Böden hier und eben auch der Fernsehbereich. Das ist eigentlich so ein bisschen wie ein zweites Wohnzimmer, wenn man mal ehrlich ist. Der ist im ersten Stock. Und hier, ihr seht, an der Stelle und auch in dem kleinen Wintergarten in der Küche habe ich so die Wand von außen innen weitergeführt, weil ich gedacht habe, dass dieser Wintergarten später da dran gebaut wurde und sozusagen deshalb ein Teil der Innenwand die frühere Außenwand ist. Und deshalb habe ich so die Tapete weitergeführt oder halt in dem Fall die Steinmauer. Und hier haben wir jetzt Schneewittchens Badezimmer. Sie hat Holzboden bekommen. Im Badezimmer, was ich finde, sehr schön warm aussieht. Das haben wir hier und ja, die Gute hat eine Badewanne ganz für sich alleine. Ein richtiger Glückspilz und ich mag auch den Aufbau sehr von Schneewittchens Schlafzimmer, dass es wie so eine Nische ist, wo wir dann die verschiedenen Türen haben. Und genau, hier im Wohnzimmer ist jetzt auch die Ecke für das Baby. Da haben wir aber ohne Probleme auch Platz für noch mehr Kinderkrippen, wenn wir mehr Kinder haben oder halt auch woanders im Haus. Das ist also kein Problem. Und es ist ein sehr kuscheliger Raum. Also wir haben den Kamin, wir haben eine Spielecke, ein Bücherregal. Wir haben natürlich auch unseren Hausfrosch Kühlwalder dann hier, der auf uns aufpasst, dass wir nicht irgendwie von bösen Nachbarn gefressen werden. Und ja, das ist hier. Und ja, ich glaube, wir haben so nach und nach doch auch Schneewittchens Stil gefunden. Und ich freue mich total, ja, jetzt weiter mit euch die Baby-Challenge zu spielen, weil ich habe so lange rausgezögert, Phoebe älter werden zu lassen und mit der Challenge sozusagen in die nächste Generation zu gehen. Das war wirklich, bis ihr gesagt habt, Amimi, wir spielen ja gerne mit Phoebe, aber wann geht's denn mal weiter? Und dann war ich so, ja, okay, ich glaube, ihr habt recht, wir sollten mal irgendwie gucken, dass wir mit der nächsten Generation starten. Also ich habe Phoebe nie jünger gecheatet oder so, aber wenn die Sims schwanger sind, altern sie nicht. Und dann war dann immer, dass Phoebe an dem Tag schwanger wurde, an dem sie das Kind bekommen hat sozusagen und dadurch ist sie nicht gealtert. Und das hatten wir recht lange so. Und dann hat es ja doch relativ lange gedauert, bis wir mal so weit waren, einfach weil es echt gedauert hat. Bis Schneewittchen da war, aber auch bis Schneewittchen mal so alt war, wie sie sein sollte. Dann haben wir mit Phoebe noch geheiratet und hatten Flitterwochen und haben noch ganz viel Zeug gemacht. Was ich aber auch ganz cool fand, dass wir uns die Zeit dafür genommen haben. Und jetzt sind wir endlich mal so, dass wir weitermachen können und einfach diese Pause, die wir hatten, einerseits habe ich es vermisst, aber andererseits glaube ich, das hat der Challenge ganz gut getan. Jetzt habe ich irgendwie so, ich habe das Gefühl, es hat mehr frischen Wind. Jetzt hat man noch irgendwie so frischen Elan, möchte wieder weitermachen und so. Und ich entdecke das gerade auch alles wieder so ein bisschen neu von vorne. Und ich bin mal so gespannt, wir versuchen ja im Moment auch mit Schneewittchen ein bisschen bekannter zu werden, wie das noch wird. Und ja, und hier sind wir übrigens im Kinderzimmer. Hier haben wir auch diese Chemiestation, die sich wunderbar eignet, um das Haus in Brand zu setzen. Wer war das noch? Ich glaube, Kermit war das, der irgendwie das zwei- oder dreimal geschafft hat, unser Haus anzuzünden. Und ja, ich mag auch den Aufbau von hier, dem Badezimmer, ganz gern. Das ist so sehr, sehr mit Nischen versehen. Hier haben wir jetzt das Teenager-Zimmer. Das ist das entschieden bunteste Zimmer. Ich dachte, das passt vielleicht auch so, das so ein bisschen poppiger zu machen und diese leuchtenden Farben zu haben. Und ja, es ist nicht besonders groß und es hat auch sehr viele Objekte drinnen, dafür, dass es so diese Größe hat. Aber ich finde, dadurch wirkt es gleichzeitig auch sehr gemütlich und ich mag das Zimmer sehr. Und ja, wir haben hier Musikinstrumente, eben auch damit die Sims die Fähigkeiten erhöhen können. Und wir haben hier im Prinzip einen Esstisch. Aber was das sein soll, ist ein Arbeitstisch. Denn im letzten Baby-Challenge-Haus hatten wir so einzelne kleine Hausaufgabentische. Und klar machen die Sims die Hausaufgaben einfach irgendwo. Meistens sitzen sie irgendwo bei einem Kleinkind auf dem Bett oder am Esstisch oder so. Aber hier hätten wir mal so einen Tisch, wo sie das zusammen machen könnten.
Das hat mir ganz gut gefallen und generell auch das Zimmer finde ich ganz schön. In der ersten Nacht, in der Schneewittchen hier war, hat sie erst in dem Zimmer geschlafen. Ich glaube, da hatte sie noch nicht so verstanden, dass sie jetzt sozusagen das Oberhaupt der Baby-Challenge ist und nicht irgendein Kind der Baby-Challenge. Und ja, und da ihr seht, dieses kleine, diesen Zaun mit diesem Tor, das war eben, um diesen Bereich abzuschließen für Sims, die nicht Teil vom Haushalt sind, damit die eben nicht ständig bei uns am Computer oder am Fernseher rumhängen. Und hier haben wir noch ein Badezimmer, hier ist dann auch unsere Waschmaschine drin. Ist bestimmt ganz praktisch jetzt, wo wir Jahreszeiten haben, dass die Sims nicht erst nach draußen müssen, um Wäsche zu waschen. Das war generell auch was mit dem alten Baby-Challenge-Haus. Ich mag dieses Haus immer noch sehr, aber das hatte auch wie so einen Innenhof. Und obwohl ein Flur auch an dem Innenhof entlang ging, sind die Sims häufig von einem Teil zum anderen, wenn sie durch das Haus gehen wollten, eben nach draußen über den Innenhof und dann wieder rein ins Haus gegangen. Und das war halt vollkommen okay, solange wir keine Jahreszeiten hatten. Aber als dann Jahreszeiten kamen, wurde das ein bisschen nervig, weil die Sims dann in ihre Outdoor-Kleidung gewechselt haben. Und dann hatte man so viel Wäsche und dann waren sie sauer, wenn sie nass geworden sind und lauter so Sachen. Und das ist hier natürlich jetzt ein bisschen praktischer. Und ja, hier haben wir jetzt den oberen Wohnzimmerbereich. Der ist ein bisschen weniger hochwertig, würde ich sagen, als halt unser richtiges Wohnzimmer. Das Sofa ist ein bisschen billiger und auch der Tisch, wo der Fernseher drauf ist und so, aber ich denke halt, das ist halt wirklich auch so eine Teenager-Chill-Ecke und ja, dafür ist es eben auch. Dann haben wir kurz das Arbeitszimmer gesehen von Schneewittchen. Jetzt haben wir hier unten unser Fotostudio, weil wir machen ja immer von unseren Kindern ein Foto, bevor sie ausziehen, was wir uns dann aufhängen können. Und haben dann auch die Fotos von unseren Geschwistern im Moment, also von Schneewittchens Geschwistern und von den Tanten und Onkeln der Kinder, die wir jetzt bekommen, haben wir auch dann oben in dem Fernsehbereich aufgehangen. Und hier ist dann unsere kleine Gruft, die könnte man auch ohne Probleme erweitern, wenn wir jetzt mehr als einen Vampir hätten. Und hier haben wir so einen kleine Grillecke draußen. Wir müssen die vielleicht ein bisschen erweitern. Das ist ein bisschen eng für die Sims, da habe ich jetzt festgestellt im Gameplay. Aber im Moment ist es ja ohnehin Winter und die Sims sollten nicht draußen grillen. Von daher im Moment ist es egal. Und ihr seht da diese Gitter am Fenster. Da drunter ist wie so ein Schacht und bei dem Schacht sind nochmal Fenster, sodass ein bisschen natürliches Licht in den Keller reinkommt. Also das ist das, was da ist. Was ich glaube auch ganz realistisch ist. Ich glaube, viele Häuser haben sowas. Also bei meinen Eltern das Haus hat sowas in der Art auf jeden Fall. Und ja, jetzt kommen wir noch ein bisschen Außengestaltung. Wir haben eine Schaukel. Wir haben auch relativ bald im Let's Play dann einen Basketballkorb gekauft, was ich auch ganz cool finde. Und vielleicht können wir den Garten auch einfach immer so ein bisschen an die Saison anpassen, dass wir da vielleicht im Winter jetzt nicht so viel haben und dann Platz haben, Schneemänner zu bauen, wie wir das im Moment machen und im Sommer dann ein Planschbecken da haben oder so. Irgendwie sowas. Das finde ich ganz cool. Und ja, hier haben wir noch ein bisschen Begrünung. Und ich habe eben auch so diese Farbe vom Pflaster in Windenburg auf das Grundstück mit reingenommen, damit es halt gut einblendet in seine Umgebung. Und dafür war das. Noch ein paar Hecken. Und wir sind in den Screenshots. Hier seht ihr den schönen, den wunderschönen Herbst in Windenburg. Und wir sind drin in der Küche. Hier ist der Kochbereich. Hier haben wir das Esszimmer mit sehr vereisten Scheiben. Und ich hoffe, wir haben noch mehr Fotos irgendwann, um sie an diese Wand zu hängen. Der Flur, auch da werden über die Zeit noch mehr Bilder dazukommen. Und hier ist unser kuscheliges, kuscheliges Wohnzimmer. Gerade jetzt hier, wo der Kamin an ist. Und ich liebe diese Bilder von Phoebe über dem Kamin. Die gefallen mir richtig gut. Hier haben wir das Badezimmer, wenn man reinkommt zur Haustür, was am nächsten ist. Hier haben wir Schneewittchens Schlafzimmer. Da kommen natürlich auch die Geburtsurkunden noch dabei. Hier haben wir ihr, na, wie nennt es? Badezimmer. So, Badezimmer ist das Wort, was ich suche. Das Kleinkind, Schlaf- und Spielzimmer. Und halt die Kinder können ja auch mit den Sachen spielen, die hier drin stehen teilweise. Die müssen dann einfach nur runterkommen. Unsere Fernsehecke oben. Unser eigentlich Familienhauptbadezimmer, würde ich sagen, ist das, weil da auch die Waschmaschinen drin sind. Schneewittchens Arbeitszimmer. Da hoffe ich, kommen irgendwann auch noch mehr Sachen mit dazu. Das Zimmer für die Teenager, was schön bunt ist, schön leuchtend. Ich freue mich so darauf, irgendwann wirklich auch wieder Teenager zu haben in unserem Let's Play. Hier ist das andere Badezimmer oben. Das ist eher so ein kleineres Badezimmer. Das Kinderzimmer für die Kinder, wollte ich gerade sagen. Schlau, Amimi, schlau. Ja, aber das ist, was es ist, auch mit der Chemiestation.
Und wir sind im Keller und ihr seht hier unser Fotostudio, was nicht ganz ins Bild gepasst hat, und unsere kleine Gruft, weil warum nicht? Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!